der Westerplatte zu brechen. Die ersten Stukas greifen schon an. Bombeneinschläge blitzen. Ansetzen zum Sturzflug. Mit aufheulendem Motor geht's in die Tiefe. Das Ziel wächst schnell entgegen. Im Rauch und Dunst der Einschläge wird das Flugzeug wieder hochgezogen. So wird der letzte polnische Widerstand auf dem befreiten Danziger Gebiet beseitigt. Der Verband kehrt zurück. Ein polnischer Flugplatz wird überflogen. Auf dem Rollfeld feindliche Jäger. Sie starten. Ein Pole kommt heran. Er bekommt Feuer. Er versucht nochmals heranzukommen, muss aber in der Geschossgarbe abdrehen. Der polnische Jäger ist sehr wendig, aber zu langsam. Unser Kampfflugzeug lässt ihn ruhig herankommen. Der Gegner flieht unsicher. Er hat Motorschaden. Und stürzt ab. Überall finden wir polnische Flugzeuge. Abgeschossen, verbrannt, zerstört. In ihren eigenen Hallen liegen sie umher. In den eigenen Horsten haben wir die polnische Luftwaffe vernichtet. Unser Angriff kam so plötzlich, dass viele polnische Verbände gar nicht zum Einsatz kamen. Ein Flug über polnische Flugplätze. Hier ein kleiner Fliegerhorst. Neben Kasernen im Wald und den Hallen am Waldrand leuchten hell im Sandboden die Trichter eines Bombenreihenwurfes. Hier der Flugplatz von Brest-Litovsk. Die Hallen sind zerstört. Volltreffer auf Flugzeuge vor den Hallen. Neben dem Bahnhof der Flugplatz Biala. Bahnhof und Platz sind unbrauchbar gemacht.
Flugplatz Lemberg das gleiche Bild. Militär- und Zivilflughafen Warschau-Okönche, eine sehr moderne Anlage, wurde gleich zu Beginn des Feldzuges lahmgelegt. Die gewaltige Zange der deutschen Heeresgruppen presst die polnischen Armeen von Süden und Norden zusammen. Der polnische Osten wird abgeschnitten. Befestigungsabschnitte, Bunkerlinien, Brückenkopfstellungen werden überrannt. Der Feind ist überall im Rückzug. Die Bunkerlinien von Mlawa, die gegen Ostpreußen angelegt waren. Aber dem Ansturm unserer Wehrmacht hielten sie nicht stand. Hier ein Luftbild des Narew-Brückenkopfes Rożan. Die Polen haben beim Rückzug die Stadt durch Brand zerstört. Ein Fort von Rożan. Flugplatz Rożan. Die ausgebrannte Stadt und die Narew-Brücke. Die Brückenkopfstellungen von Lomscha am Narew. Die Stadt wurde unter Umgehung des Brückenkopfes angegriffen und genommen. Die polnischen Stellungen vor der Stadt Lomscha. Unsere Kampfflieger haben die Bunker in der Stadt wirksam beworfen. Unsere Aufklärer melden: verlassene polnische Stellungen ohne Kampfwirkungen. Schnell aufgeworfene Grabenlinien, kampflos geräumt. Die Trichter unserer Bomben liegen an den Rückzugsstraßen. Die beiden deutschen Luftflotten, die eingesetzt sind, beherrschen nach 4 Tagen den ganzen polnischen Luftraum. Jäger und Flak sind für anderen Einsatz frei. Die Kampfverbände greifen das ganze polnische Verkehrsnetz an. Alle wichtigen Bahnknotenpunkte, Bahnlinien, Rückzugsstraßen und Brücken werden unterbrochen. Der Feind hat keinen Nachschub mehr. Keine Möglichkeit für Truppenverschiebungen und keine Verbindung zwischen seinen einzelnen Heeresgruppen. Tag für Tag sind unsere Verbände unterwegs. So wirkten unsere Bomben. Eine doppelgleisige Bahn wird unterbrochen. Ein von Sturzbombern vernichteter Panzerzug. Eine Bombe warf den ganzen Zug zur Seite. Feindliche Truppen werden auf der Straße angegriffen. Unsere Kampfflieger brechen den Widerstand in umkämpften Ortschaften. Kraftanlagen werden stillgelegt. Schon in den ersten Kriegstagen wird der Warschauer Hauptbahnhof getroffen. Durch die Betondecke hindurch wurden unterirdische Bahnsteige zertrümmert.